Moin Leute, willkommen hier bei World of Warships. Wir spielen heute in der Yamato in dem wunderschönen Luftschiff-Eskorte-Modus und wir haben eine Duncan hier, Hallöchen. Wir haben auch eine Minotaur, Halland. Haben wir U-Boote leider eins, aber keine Flugzeuge. Gott sei Dank. Was Schlimmeres, U-Boot oder Flugzeuge? Ja, kommt auf die Situation an, aber allgemein, ja doch, immer Zivis. Flugzeuge ist das Schlimmste. U-Boote sind jedenfalls, dass die halt sich nicht hinter Inseln verstecken können und dann die ganze Zeit abfacken damit. Ja gut, dafür ist das ganze untere Teil der Map halt für die unter Wasser, aber ja, okay, ist beide scheiße. Flugzeuge weiß man jedenfalls, ne? Es ist halt schon älter und da weiß man schon, was man machen muss. U-Boote ist einfach mega scheiße, weil selbst wenn man halt ja selbst wenn die Torpedos kommen, weiß man, kann man nicht immer 100% sicher sein, wo es halt herkommt. Das ist halt ein bisschen blöd. Oh Mann, als ob. Nein, 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 was ist das schon wieder? Eine Worcester? Mit 19 Kilometer Reichweite? Willst du mich verarschen? Was glaubst du, was du treffen wirst, Alter? Guck an, wie langsam die hier ranfliegen. Das ist ja. Wow. Oh, hättest du nicht gedacht, dass meine Schüsse rüberkommen, wa? Wo ich treffe, ist so eine Sache. Wahrscheinlich nur Durchschläge, ne? Ja, aber klar. Bei meinem Glück. Ich glaube, ich auch ein bisschen mehr vorhalten müssen. Ich bin. Nee, ich bin gar nicht mehr im Flugzeug drin. Bereich von unserem lieben Freund da oben. Lustige Sache eigentlich. Warum nehmen die nicht einfach ihre. Flugzeugler fetten und knallen einfach das Luftschiff von den Feinden darunter. Wäre das nicht der smarteste Move? Oh, zeigt noch mehr Breitseite, das gefällt mir. Ich glaube, wir werden ihn nicht killen, oder? Naja, aber wir werden ihn auf jeden Fall ganz schön punishen dafür, dass er so dumm ist und Breitseite zeigt. So muss es sein, ja? Wenn ein Kreuzer Breitseite zeigt dumm, dann sollte er gefälligst dafür bestraft werden. So, das ist Bestrafung. Hier, friss, Bestrafung. Scheißegal, wenn ich nochmal eine komplette Salve für dich opfer muss, du bist tot. Du bist nämlich ein Radarkreuzer und der ist sehr schlimm. Besonders für meine Zerstörer. Deswegen, schau. Nein, was tust du? Das soll jugendfreundlich sein. Hör auf, mich anzuditschen. Ich würde gerne würd gern die Bogon da hinten ein bisschen was reindrücken, aber. Ist ganz schön blöd da hinter der Insel versteckt. Deswegen werde ich mal einfach rückwärts fahren und dann mal gucken, ob ich hier vielleicht einen guten Schuss auf die Kurve bekomme, wenn er in der Insel natürlich sich hervortraut. Traut er sich oder traut er sich nicht? Das ist halt die Frage, ne? Volle Breitseite, wie man es halt von einer Kurve kennt. So muss das sein. Du kannst schon schießen, Alter. Er trifft so. Ich habe leider nicht diesen guten Bogen. Dann frame ich gerade. Aber diese Bogue noch in meiner Breitseite, das gefällt mir halt nicht, ey. Volle Breitseite von der Kurve ist immer geil. Besonders wenn du triffst. Irgendwie sind die ersten drei Schüsse ins Wasser geklatscht. Das ist ein bisschen blöd. Torpedos von der Halland. Oh, der wird jetzt fressen. Sterben tut er wahrscheinlich nicht, weil es halt Hallantops sind. Sind schnell, aber nicht schadenmäßig sehr hoch. Wird auf jeden Fall gut Schaden machen. Dass ich ihn mit der nächsten Salve auf jeden Fall killen kann. Wenn es denn meine Präzision zulässt. Ja, irgendwie. Was so ein Mittelfinger gerade vom Spiel. Lässt meine Präzision das zu? Nope. Okay. Alles cool. Noch eine zweite Chance. Bis er weg ist. Ich glaube, der hat noch zu viel Leben, dass wir ihn killen können. Die Schüsse sehen aber schon deutlich präziser aus. Wir haben seinen Turm geklatscht. Nice. So, mit Yamato immer nach vorne zu trauen, ist ein bisschen so. Weiß nicht, ob ich das machen möchte, weil.
Vergleich zu der Mecklenburg kann ich nicht Breitseite stehen zu irgendwas, weil ich fresse immer Schaden. Komm, diese kleine niedrige Berge lassen es doch zu. Ja, okay, nice. Keine Zitadelle leider. Schade. Das ist nicht blöd. Offensichtlich. Finde ich das blöd, wenn ich nicht gut Schaden mache. Ja gut, es war... Na, man sollte ja, ne? Ich meine, es ist trotzdem natürlich gut Schaden gewesen. So ist ja nicht. Ich meine, ey. Aber wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, wenn man Erwartungen hat, dann ist es immer blöd. Trotzdem gut Schaden gemacht, natürlich. Aber ich weiß nicht, Vermont vor der Breitzeit, denke ich schon. Zitadellen sind auch relativ easy, oder nicht? Würde ich mal ganz schön behaupten, zumindest. Marco Polo, was hat denn der Junge nochmal für eine Panzerung? Ich weiß, der hat glaube ich einen Icebreaker, aber ich glaube... Ja, warum schieße ich eigentlich darauf, wie meine Präzision... Ja, genau. Guck dir das! Ja, genau, komm. Präzision mal wieder voll am Start hier, hui! Ich treffe ja alles. Halleluja! Oh, der hat aber auch zu beklagen, der Junge. Das ist... Ja gut, ist aber eine Markout-Bohle, ne? Weißt du, dann gehe ich einfach auf das Schiff, wo ich ganz genau weiß, über nur 32 mm. Dem kann ich was reindrücken. Zumal er gerade so mega bereitwillig da mir seine Breitseite zeigt. Das ist ja nett übrigens. So, eigentlich, wenn ich mit einer Yamato spiele, ist eigentlich jede Salve auf so ein Schiff mit 32 mm als so ein französisches Schlachtschiff oder als so ein britisches Schlachtschiff, ist eigentlich immer eine Zitadelle meistens, weil... Die hätten nur 32 mm haben und das halt für eine Yamato halt ist, als hättest du gar keine Panzerung. Was natürlich sehr gut ist. So. Okay, Vermont, haben wir noch Bock auf ein bisschen Schaden, hm? Na gut. Ja, im Vergleich zu den anderen Schiffen hat Vermont sogar 50 mm manchmal, also hey. Ist okay. Ich glaube, wir haben das sogar fast gewonnen. Sollte es eigentlich gleich gewesen sein. Ja, und Durchschläge sind auch Schaden, aber nicht sehr viel. Die wahrscheinlich durch zu meiner der will meine Schwachstelle wahrscheinlich punishen. Natürlich versuchen wir jetzt nicht, dass er es nicht schafft. Ich meine, hey. Ja, da war nochmal Penetration dabei. Ich glaube, das soll es jetzt für ihn gewesen sein. Oder auch nicht. Jo, als ob. Tschüss, Sau. Oh, nevermind. Als ob. Dass ich sogar eine Sau mal in diesem Modus finde, das ist ja interessant. Also, Sau fand man früher in diesem Spiel immer, aber jetzt irgendwie gar nicht mehr. Also, ne, versteht sich warum, ne? Ich weiß grad natürlich ganz genau warum, aber... Damals war es auch halt wirklich eines der Schiffe, was ich sehr oft gesehen habe. Ist halt irgendwie nicht mehr. So, jetzt können wir jetzt ja mal ein bisschen Schaden machen. Komm, bezieht der Dellemann. Schwör. Okay, dann halt nicht. Ich will da auch mal eine Zitadelle machen, Mann. Ach nee, ich hab schon drei. Ja, das war aber auf die Warcaster, die so Breitseite gezeigt hat. Das war halt so, ne? Das waren halt eher so Zitadellen, wo man sich denkt, hätte ich da keine Zitadelle bekommen, wäre es halt wieder Quatsch, aber... Das ist cool. Hm, ich sag nicht, dass er tot sein sollte, aber... Wäre schön, wenn. Alter, das hat nicht... Die ersten 6 Schüsse haben nicht getroffen und er schießt mit HE auf mich! Warum? Hä? Ich meine, hey, warum nicht, ne? Ich meine, ich glaube, unser Halland stirbt sogar. Nein, Sau! Oh, du Sau! Oh Mann! Ich wollte den Kill doch haben, verdammte Scheiße.
Kurfürst hat sich ja durch alles durchgemäht, nice. Die Bukon war der letzte von den Feinden, ne? Das war wieder so ein einseitiges Smash-Ding irgendwie. Aber in diesem Modus ist das eher. Ja, nicht offensichtlich. Nee, ist okay. Ich meine, hey. Anfang war es sehr spannend, aber am Ende war es dann doch schon sehr deutlich. Naja. Gut, dann war es das von dieser Runde mit der Yamato in diesem Modus. Der Yamato ist auch ganz gut, aber ich muss sagen, hast natürlich nicht so Push-Fähigkeiten, deswegen ist es ein bisschen blöd. Aber wir haben halt die geilen Guns. Wenn sie dann treffen, heißt natürlich, ne? Ich meine, manchmal trifft es auch nicht. Typische japanische Präzision und so, ne? Aber manchmal, wenn sie so halt treffen, dann smackt das auch richtig aus. Erinnere mich an die schöne Dead Eye-Zeit, wo du halt mit dem Schiff wirklich so geil von der Entfernung snipen konntest. Ach Mensch, warum hat nicht einfach jedes Schlachtschiff nochmal einfach 20% bessere Präzision? Was, das wäre OP? Nein, finde ich nicht. Okay, ja, die ganzen Schiffe wären dann OP, aber trotzdem, das wäre geil. Gut, das war's von mir an dieser Stelle. Danke fürs Sehen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.